Guten Tag, meine Damen und Herren. Und seien Sie wieder recht herzlich gegrüßt zu dieser Predigtserie. Wir haben uns ja das letzte Mal mit dem Sabbatgebot beschäftigt. Und ich hatte bereits dargelegt, dass der Sabbat, mit anderen Worten die Zeitspanne von Freitagabend bis Samstagabend, nach wie vor für den Christen heute verbindlich ist. Wir hatten bereits gesehen, dass Jesus Christus sagte, dass der Sabbat für den Menschen geschaffen worden ist, nicht nur für den Juden, den Israeliten. Wir hatten auch über einen Bund gesprochen, der abgeschlossen wurde zwischen Gott und Israel. Aber da wir als Christen geistliche Israeliten sind, besteht dieser Bund auch nach wie vor für uns fort. Wir hatten auch eine Stelle im Hebräerbrief untersucht, die klar und deutlich gesagt hat, dass es die Verpflichtung des Volkes Gottes ist, nach wie vor den Sabbat zu halten. Und dann hatten wir uns einige Zitate angesehen von katholischen und protestantischen Geistlichen und Kommentaren, die uns bestätigt haben, dass die Bibel nirgendwo den Sabbat abschafft und durch den Sonntag ersetzt. Auch was für Argumente Sie immer gehört haben mögen, die das Gegenteil behaupten, die Bibel sagt uns nirgendwo, dass der Sabbat abgeschafft sei. Und ich möchte heute ein wenig mehr noch auf diese Frage eingehen. Aber zunächst möchte ich Ihnen einmal etwas aus einem Buch vorlesen, das ich vor einigen Jahren mir erworben habe. Ich musste allerdings Zitate aus diesem Buch ins Deutsche übertragen, weil es in Englisch geschrieben worden ist. Aber dieses Buch hat im Deutschen den Titel »Ein allgemeiner geschichtlicher Überblick über die Kirche der Sabbatarier«. Dieses Buch wurde von Tamar Davis im Jahre 1851 veröffentlicht und sie enthält oder spricht über viele Ereignisse und Begebenheiten, die zeigen, dass Christen zu allen Zeiten den Sabbat gehalten haben. Sie haben vielleicht das Argument gehört, dass der Sabbat ursprünglich gehalten wurde, aber dann in der frühen neutestamentlichen Kirche abgeschafft worden ist und dass dann so im 19. Jahrhundert herum einige Fanatiker wieder begonnen haben, den Sabbat vereinzelt zu halten. Dies ist keineswegs richtig und wahr. Und so möchte ich jetzt einige Zitate aus diesem Buch vorlesen, um Ihnen auch zu zeigen, wie schwierig es manchmal für Christen war, den Sabbat zu halten. Und wenn Sie heute Probleme mit der Sabbateinhaltung haben, stehen Sie keineswegs alleine da. Nur wenige halten heute den Sabbat, aber wie wir sehen werden und wie wir bereits gesehen haben, hat Gott die Sabbateinhaltung für Christen befohlen. In diesem Buch wird zunächst einmal von der frühen Kirche in Armenien erzählt. Und es heißt dann auf Seite 20, Arius verurteilte Fastenzeiten, Gebete für die Toten und die Begehung des Osterfestes. Er befürwortete eine strikte Moraleinhaltung und eine striktere Beobachtung des Sabbats. Auf Seite 23 lesen wir Folgendes. Die Nachfolger dieses Arius wurden später als die Paulizier bekannt. Der Name leitet sich natürlich von dem Apostel Paulus ab. Nach dem Konzil von Basel wanderten sie nach Italien aus, wo sie sich mit Albigensern und den Waldensern verbanden. Wir werden nachher noch ein wenig über die Waldenser hören. Seite 28 enthält folgendes Zitat. Die armenischen Christen brachten das Wissen des Evangeliums nach China. Und lange bevor die Engländer nach Indien kamen, hatten sie dort bereits in allen großen Städten des Reiches Kirchen gegründet, in denen die Verehrung Gottes an jedem Sabbat erfolgte. Also auch in China und in Indien wurde der Sabbat eingehalten. Das Buch behandelt sodann ausführlicher frühe Sabbatarierkirchen in Indien. Und wir lesen auf Seite 36. Unter dem Bischof von Angumala, der über viele Generationen hinweg als der Nachfolger des Apostels Thomas galt, kannte man keine Statuen oder Bilder und die Doktrinen des Fegefeuers, der Seligsprechung der Heiligen oder der Heilighaltung des ersten Tages der Woche waren gleichfalls unbekannt. Im Gegenteil ruhte man am siebenten Tage der Woche, an dem man sich auch zur göttlichen Verehrung versammelte. Man besaß authentische Manuskripte der Heiligen Schriften, die öffentlich an jedem Sabbat in den Kirchen gelesen wurden. Und das heißt dann auf Seite 37, das erste, was die römischen Missionare taten, war, die Heilighaltung des Sabbats zu verbieten
und die Kindertaufe zu verordnen. Es wird sodann berichtet, dass es später in Indien eine Revolte gegen die religiösen Neuerungen gab. Und auf Seite 39 lesen wir, 40.000 Christen verschafften sich mit Waffengewalt Gehör. Die Kirchen wurden unverzüglich von Statuen gesäubert, die Heilighaltung des ersten Tages wurde verboten und die des Sabbats wiederhergestellt. Das erinnert ein bisschen an das, was Oliver Cromwell dann nachher in England getan hat, aber natürlich ist damit nicht gesagt, dass diese Reaktion mit Waffengewalt richtig war. Gleichwohl habe ich diese Stelle Ihnen vorgelesen, um zu zeigen, dass eine Kontroverse in Indien bestand, ob man den Sabbat halten sollte oder den Sonntag, den ersten Tag der Woche. So, dann erzählt uns das Buch über die frühe abyssinische Kirche. Und wir lesen auf Seite 41, Athanasius war ein Gegner der arischen Irrlehre. Die arische Irrlehre, nebenbei gesagt, lehrte, dass Christus nicht Gott war. Und von daher war es eine Irrlehre. Und er verkündete klar seinen Glauben an die Göttlichkeit unseres Heilandes. Und wir versammeln uns am Sabbat, fährt er fort, nicht weil wir dem Judentum nachfolgen wollen, sondern weil wir Christus verehren, den Herrn des Sabbats. Und wir hatten ja bereits in der letzten Predigt gehört, dass Christus sich als den Herrn des Sabbats bezeichnet hat. Seite 54 ergänzt Folgendes. Es ist wohl nicht nötig zu wiederholen, dass die abyssinische Kirche den siebten Tag Sabbat hält. Sadius sagt, es gibt ein christliches Reich der Abyssinier, nebenbei gesagt ist das heute Äthiopien, das sich an Petrus und Paulus hält und den siebten Tag begeht. Die Jesuiten bestätigten, dass sie den jüdischen Sabbat heilig halten. Mr. Brerwood, der im Jahre 1814 schrieb, erläuterte, dass die modernen Abyssinier den Sabbat hielten, zusammen mit dem Tag des Herrn. Mit anderen Worten Sonntag. James Bruce, ein Schotte, der Abyssinien im Jahre 1768 besuchte, bezeugte ebenfalls die Heilighaltung des Sabbats. Und dann lesen wir auf Seite 55, in Susa ist alle Arbeit am Sabbat untersagt, doch die Heilighaltung des Tages des Herrn, mit anderen Worten des Sonntags, wie er fälschlicherweise bezeichnet wird, ist unbekannt. Nun, Tamar Davis fährt in ihrem Buch fort, über die Waldenser und Albigenser zu berichten. Und so lesen wir auf Seite 64. Die Albigenser, und dieser Name nebenbei gesagt, leitet sich von der französischen Stadt Albany ab oder Albi, praktizieren Beschneidung, halten den jüdischen Sabbat, doch sagen, dass der heilige Tag des Herrn nicht besser sei als jeder andere Tag. Dies wird natürlich jetzt von Leuten gesagt, die den Sonntag heilig halten wollten. Auf Seite 65 lesen wir dann, Vater Gretzer, ein Jesuit, erklärte, dass alle diese Heretiker, und er bezeichnete damit die Albigenser, die Arnoldisten, die Josephisten und die Waldenser, also die wurden jetzt von der katholischen Kirche aus als Heretiker angesehen, er sagte, dass alle diese Heretiker die Feste der Kirche wie Weihnachten und Ostern oder den Tag des Herrn, also Sonntag, ablehnen, kurz alle kirchlichen Bräuche, die nicht aus der Schrift abgeleitet werden können. Sie sagen auch, dass Gott für den siebten Tag Ruhe und heilige Meditation angeordnet habe und dass sie sich nicht gerechtfertigt fühlen, irgendeinen anderen Tag zu halten. Und Seite 70 hat dann folgendes Zitat. Ein anderer böhmischer Autor schreibt über die Waldenser, sie sagen, dass, da Gott Ruhe für den siebten Tag verordnet hat, die Menschheit verpflichtet ist, ihn zu beachten. Und auf Seite 72 heißt es dann, Bosset, Bischof von Meaux, sagt, ich erkenne an, dass die alten Waldenser, die alle Feierlichkeiten der Kirche ablehnten und wieder zu dem ursprünglichen Sabbat zurückkehrten, weitaus konsequenter waren als diese modernen Protestanten, die, obwohl sie alles andere ablehnen, gleichwohl den Tag des Herrn, also den Sonntag, wie er fälschlicherweise bezeichnet wird, beibehalten. Und dann hören sich folgende Abhandlung an, die auf Seite 73 dieses Buches niedergelegt worden ist. Sie, und damit sind die Waldenser gemeint, die übrigens auch als die guten Männer von Lyon bekannt wurden, also diese Waldenser lächeln, wenn sie gelehrte Protestanten hören, die versuchen, aus der Schrift zu beweisen, dass der Sabbat abgeschafft oder verändert worden sei. Wir haben auch das Zeugnis einer großen Menge von Protestanten zu Beginn der Reformation, die zugeben, dass die Heilighaltung des ersten Tages der Woche, beachten Sie jetzt diese Aussage,
keine andere Grundlage hat als die Autorität der Kirche. Zu ihnen gehört Johannes Calvin. Der sagt, und ich zitiere, die alten Väter ersetzten den Sabbat mit dem Sonntag. König Charles, King Charles I., erklärte, dass die Beobachtung des Osterfestes durch die gleiche Autorität eingeführt wurde, die auch den Sabbat mit dem Tag des Herrn, dem Sonntag, ersetzte, da er nicht von der Schrift her begründet werden kann. Oder da es nicht von der Schrift her begründet werden kann, dass der Sabbat abgeschafft oder in den Sonntag verwandelt worden sei. Es ist daher meine Meinung, dass die, die dieses Fest, und da spreche ich jetzt von Ostern, nicht halten wollen, auch gleich zum Sabbat zurückkehren und den wöchentlichen Sonntag ablehnen mögen, da es die Autorität der Kirche war, die sowohl das eine verändert, mit anderen Worten den Sabbat auf den Sonntag übertragen, als auch das andere eingeführt hat, mit anderen Worten das Osterfest. Eine andere Predigt, die Sie demnächst von mir hören werden, wird Ihnen zeigen, dass das Osterfest ebenfalls eine Erfindung des Menschen ist, die nicht aus der Bibel abgeleitet werden kann. Auf den Seiten 81 und 82 dieses Buches lesen wir dann Folgendes. Alle Schriftsteller, alt und modern, stimmen darin überein, dass die Abteilung der Waldenser, auch Passagnia genannt, Sabbatarier waren. Ein moderner französischer Schriftsteller schreibt sie dann über eine Sekte in der Lombardie, die den jüdischen Sabbat hält wie folgt. Und ich habe gelernt, dass die primitiven Waldenser schuldig waren, die gleiche Praxis gehabt zu haben. Und dann lesen wir Folgendes auf Seite 94. Und auch darum geht es jetzt wieder um die Waldenser. Im Jahre 1530 sandte eine Waldensergemeinde aus Provence zwei ihrer Prediger zu den Schweizer Reformatoren, was zum Zusammenschluss der Parteien führte. Die Abgesandten erklärten ihren Brüdern nach ihrer Rückkehr, in welch mannigfaltigen und großen Irrtümern ihre alten Prediger sie gefangen gehalten hätten und wie ihre neuen Verbündeten sie glücklicherweise davon befreit hätten. Eine interessante Aussage, mit anderen Worten, diese Waldenser, die jetzt zu den Schweizer Reformatoren gegangen sind, wurden von denen überzeugt, dass sie den Sabbat nicht länger zu halten hätten. Und dann haben auch die Waldenser vielfach aufgegeben, den Sabbat zu halten. Und heute, die modernen Waldenser halten den Sabbat keineswegs. Sie halten den Sonntag. Eine etwas ähnliche Geschichte ist vor einigen Jahren in der weltweiten Kirche Gottes geschehen, unter der Führung von Herbert W. Armstrong, der aber dann im Jahre 1986 starb. Und als er gestorben ist, und wie gesagt, die weltweite Kirche Gottes war ja eine der großen Organisationen, die den Sabbat hielt, kamen neue Führer, die dann den Sabbat abschafften und durch den Sonntag ersetzten. Und auch da wurde gesagt, ach, Herr Armstrong hat uns alles falsch gelehrt und das ist total nicht biblisch. Die Wahrheit ist, meine Damen und Herren, dass die Bibel die Sabbateinhaltung fordert. Und die Idee, dass der Sonntag zu halten sei, kann nicht aus der Bibel begründet werden. Um auf dieses Buch von Mrs. Davis zurückzukehren, auf Seite 96 berichtet sie dann Folgendes. Ein alter deutscher Autor, dessen Werke im Jahre 1667 in Antwerpen veröffentlicht wurden, schreibt, und ich zitiere, es ist sicher, dass sie von einer Kolonie der verfolgten Waldenser stammen, die Lombardie in Böhmen um 1450 verließen und nach Transsilvanien auswanderten. Sie sagen, dass das Gesetz des Mose für Christen verbindlich sei und dass von daher der Gottesdienst am Samstag, dem alten Sabbat, gehalten werden muss. Und das Buch beschreibt dann auch eine Begebenheit in Deutschland, auf Seite 99. Christian Franken hatte 3 Tage lang eine öffentliche Auseinandersetzung bezüglich des Sabbats mit Faustus Socinus und John Somers. Dieser Lärm wurde überall in Deutschland gehört und kam auch Luther zu Ohren, der darüber ein Buch schrieb. Im Jahre 1585 wurde Jakob Palegulus in Rom wegen Judaismus verbrannt. Und dann lesen wir auf den Seiten 104 und 105 einen Bericht über die Situation in Holland. Die Sabbatarier erklären, dass das göttliche Gesetz nur von dem Gesetzgeber abgeschafft werden kann. Und da das Sabbatgebot nicht abgeschafft worden ist, muss es folglich nach wie vor in Kraft sein. Grotius schrieb ein Buch, in dem er nachwies, dass die 10 Gebote unabänderlich sind und von daher das Sabbatgebot bindend ist. Dieses Buch wurde 1618 im Konzil
von dort verdammt. Mrs. Thelma Davis' Buch über die Geschichte der christlichen Sabbatarier geht sie dann auf die Sabbatarier in England und den Vereinigten Staaten ein. Und es wird festgestellt, dass eine Sabbatariergemeinde, die begann, auch den Sonntag zu halten, bald ihre Identität verlor. Auf Seite 162 lesen wir zum Beispiel über eine Kirche von Sabbatariern, die im Jahre 1791 in Long Island in den Vereinigten Staaten gegründet wurde. Und es heißt hier, allmählich begann er, das war der damalige Führer jener Kirche, Mitglieder zuzulassen, die den ersten Tag, also den Sonntag, heilig hielten. Bald führte dies zu Schwierigkeiten, sodass die Kirche zerfiel und letztlich zu existieren aufhörte. Und wir verfolgen eine ähnliche Entwicklung nun mit der ehemaligen weltweiten Kirche Gottes, die auch mehr oder weniger zu existieren aufgehört hat als eine Identität und die dabei ist, sogar jetzt auch ihren Namen zu ändern. Ich möchte noch eine bemerkenswerte Geschichte vorlesen, die von einem deutschen Einwanderer in den Vereinigten Staaten handelt. Wir lesen auf den Seiten 243 und 44. In Hagerstown in Maryland wurde um 1750 Andreas Schneeberger nach einem sorgfältigen Studium seiner deutschen Bibel davon überzeugt, dass der siebte Tag der Woche der einzige göttlich bestimmte Sabbat war, und er war nun aufs Genaueste bemüht, ihn als heilige Zeit zu beachten. Schließlich stimmten seine Familienmitglieder mit seiner Auffassung überein. Seine ersten Tagesgeschwister schlossen ihn jedoch aus der Kirche aus. Also die den Sonntag weiterhalten wollten, die wollten jetzt nicht, dass dieser Mann zu ihnen kam, und er wurde jetzt aus der Kirche ausgeschlossen. Andreas verbrannte einmal am ersten Tag, also am Sonntag, Gras, Gestrüpp und Büsche, als der Wind umschlug und stärker wurde, sodass das Feuer bald nicht mehr zu bändigen war und das Nachbarhaus in großer Gefahr schwebte, Feuer zu fangen und zu verbrennen. Trotz seiner Bemühungen erkannte Andreas, dass bald alles zerstört sein würde. So warf er sich auf die Knie und schrie: Falls es von dir kommt, dass ich den Sabbat heilige und an diesem Tag, also dem Sonntag, arbeite, deinem Gesetz gemäß, dann bändige dieses Feuer. Während er noch betete, schlug der Wind plötzlich um und gab dem Feuer eine völlig neue Richtung, sodass es nun leicht zu kontrollieren war. Andreas gelobte Gott, seine Gebote weiterhin getreu zu befolgen. Er hielt auch den Sabbat weiterhin und nicht ohne Erfolg. Denn er hatte das Glück zu erleben, dass einige seiner Nachbarn allmählich zu ihm kamen und zusammen mit ihm Gott dienten. Nun, ich habe einige Zeit verwendet, um Ihnen diese Zitate vorzulesen, um Ihnen zu zeigen, dass der Sabbat zu allen Zeiten von Christen und solchen, die sich zum Christentum bekannten, gehalten wurde. Und auch die Segnungen Ihnen zu zeigen, die mit der Sabbateinhaltung Hand in Hand gehen. Natürlich auch Verfolgung. Es gibt noch viele weitere Werke, die klar und deutlich beweisen, dass die Einhaltung des Sabbats von Christen zu allen Zeiten erfolgte. Ich habe hier ein Werk von Michael Wohlfahrt. Michael Wohlfahrt. Das ist im Jahre 1729 erschienen. Michael Wohlfahrt war ein deutscher Einwanderer, der in Philadelphia lebte und dort die Sabbateinhaltung lehrte. Diese Schrift hier trägt einen etwas umständlichen Titel, wenn ich sie Ihnen ins Deutsche übersetzen würde. Es heißt, die nackte Wahrheit, die sich gegen alle Geschminkten und Verkleideten, Verführung und Falschheit wendet, oder der siebente Tag Sabbat des Herrn, der wie ein unbeweglicher Berg für immer feststeht. Nun, heute könnte man ein Buch nicht veröffentlichen mit einem solchen Titel, aber damals war das scheinbar gang und gäbe, solche langen Titel zu gebrauchen, um ein Buch anzupreisen. Ich habe hier ein weiteres Buch von George Carlo. George Carlo, das hat den Titel, wiederum ins Deutsche übertragen, Eine Verteidigung des Sabbats. Dieses Buch erschien 1847 in New York. Und dieses Buch enthält zum Beispiel folgende Kapitel. Der Sabbat ist nicht für die Juden geschaffen, sondern für die gesamte Menschheit. Oder der Sabbat ist kein Ritual. Alles dies sind ja Dinge, die wir bereits in der letzten Predigt behandelt haben. Hier ist ein weiteres kleines Büchlein von Coldheart, J.F. Coldheart, mit dem Titel Der Sabbat Gottes, die Jahrhunderte hindurch. Dieses Büchlein enthält Zitate von Menschen aller Welt, vom 1. bis zum 19. Jahrhundert, die den Sabbat gehalten haben. Wir finden hier Zitate von Menschen aus jedem Jahrhundert. Und dann noch ein weiteres Buch, ein weiterer Band von Joseph Bates. Joseph Bates,
Dieses Buch wurde 1846 in New Bedford publiziert. Und in deutscher Übersetzung heißt es einfach Der Sabbatstreit. Aber der vollständige Titel lautet wiederum ziemlich kompliziert. Der siebente Tag Sabbat, ein ewiges Zeichen vom Anfang bis zum Eintritt in die Tore der heiligen Stadt gemäß dem Gebot. Nun, das war nur lediglich als eine Auswahl gedacht, um Ihnen, wie gesagt, zu zeigen, dass der Sabbat zu allen Zeiten gehalten wurde. Nun, es durfte bekannt sein, dass Jesus Christus den Sabbat hielt. Aber ich möchte gleichwohl einige Stellen vorlesen, die Ihnen dies deutlich zeigen. Zunächst im Lukas-Evangelium, und zwar im vierten Kapitel. Und schauen wir uns an, wie das hier beschrieben wird. Lukas Kapitel 4 und in Vers 16. Und er kam nach Nazareth, wo er aufgewachsen war, und ging nach seiner Gewohnheit im Sabbat in die Synagoge und stand auf und wollte lesen. Also Christus hielt den Sabbat und er ging am Sabbat in die Synagoge, wir würden heute sagen in die Kirche, damals gab es ja die christliche Kirche noch nicht, die hat er ja erst gegründet zur Zeit von Pfingsten, aber er ging am Sabbat in die Synagoge, um dort zu lesen und das Wort Gottes zu hören. Schauen wir uns auch Markus Kapitel 1 an. Markus Kapitel 1 und angefangen in Vers 21. Und da heißt es hier, und sie gingen hinein nach Kapernaum. Und alsbald am Sabbat ging er in die Synagoge und lehrte. Und sie entsetzten sich über seine Lehre, denn er lehrte mit Vollmacht und nicht wie die Schriftgelehrten. Also wir sehen hier, dass Christus den Sabbat hielt, dass er am Sabbat das Wort Gottes lehrte und dass die Menschen sich darüber entsetzten, dass er mit Autorität sprach, mit Vollmacht. Nicht jemand, der nicht so gerecht weiß, was er sagen will, sondern er sprach mit Klarheit, mit Autorität. Er hat vielfach mit den Pharisäern Streit gehabt im Hinblick auf, wie der Sabbat gehalten werden sollte. Es wurde zu einer Last. Mit anderen Worten, die hatten so viele Regeln und Vorschriften erfunden, die den Sabbat regelrecht zu einer Last umgestaltet haben. Und Christus kam, um uns zu zeigen, wie der Sabbat gehalten werden muss. Aber er sagte gleichwohl, er ist der Herr des Sabbats und von daher hatte er die Autorität, uns klarzulegen, wie der Sabbat zu halten ist. Er kam nicht, um den Sabbat abzuschaffen. Das ist der Punkt, auf den ich hier eingehen möchte. Er kam, um den Sabbat uns zu verdeutlichen, wie er zu halten ist. Und die frühen Apostel haben das Gleiche getan. Sie werden nirgendwo in der Bibel lesen, dass die frühen Apostel den Sabbat abgeschafft hätten oder begonnen hätten, den Sabbat nicht mehr zu halten. Schauen wir uns einmal Apostelgeschichte 13 an und schauen wir uns das Beispiel an, das uns der Apostel Paulus gab. Nun, es wird ja in gewissen Kreisen verkündet, dass Paulus gesagt habe, das Gesetz, mit anderen Worten, der Sabbat, sei nicht mehr länger zu halten. Ist das das, was Paulus gelehrt hat? Apostelgeschichte Kapitel 13 und fangen wir an, in Vers 13 einmal zu lesen. Apostelgeschichte 13, 13. Paulus aber und die um ihn waren, fuhren von Phabos ab und kamen nach Perge in Pamphylien. Johannes aber trennte sich von ihnen und kehrte zurück nach Jerusalem. Sie aber, Vers 14, zogen von Perge weiter und kamen nach Antiochia in Pisidien und gingen am Sabbat in die Synagoge und setzten sich. Vers 15. Und nach der Lesung des Gesetzes und der Propheten aber schickten die Vorsteher der Synagoge zu ihnen und ließen ihnen sagen, liebe Brüder, wollt ihr etwas reden und das Volk ermahnen, so sagt es. Und dann sind Paulus und seine anderen Begleiter aufgestanden und haben dem Volk erklärt, der Sabbat ist nicht mehr länger zu halten. Christus ist gestorben, er ist auferstanden, er hat das Gesetz ans Kreuz genagelt und der Sabbat ist nicht mehr länger zu halten. Hat er das denen gesagt? Auf keinen Fall, keineswegs. Schauen wir uns an, was geschehen ist in Vers 42. Als sie aber aus der Synagoge hinausgingen, baten die Leute, dass sie am nächsten Sabbat noch einmal von diesen Dingen redeten. Vers 43. Und als die Gemeinde auseinanderging, folgten viele Juden und gottesfürchtige Judengenossen dem Paulus und Barnabas. Und diese sprachen mit ihnen und ermahnten sie, dass sie bleiben sollten in der Gnade Gottes. Vers 44. Am folgenden Sabbat aber kam fast die ganze Stadt zusammen, das Wort Gottes zu hören.
Juden und Nichtjuden gleichermaßen wurden von Paulus und Barnabas und anderen am Sabbat belehrt. Keine Rede hier, dass etwa das Wort Gottes am Sonntag verkündet worden sei von Paulus und Barnabas und den anderen Jüngern. Schauen wir uns auch Apostelgeschichte 17 an. Apostelgeschichte 17, angefangen in Vers 1. Nachdem sie aber durch Amphipolis und Apollonia gereist waren, kamen sie nach Thessalonik. Da war eine Synagoge der Juden. Wie nun Paulus gewohnt war. Denken Sie daran, es wurde gesagt, dass Christus, Jesus, es gewohnt war, am Sabbat in die Synagoge zu gehen und dort zu predigen. Wie nun Paulus gewohnt war, ging er zu ihnen hinein und redete mit ihnen an drei Sabbaten von der Schrift. Vers 3, und tat sie ihnen auf und legte ihnen dar, dass Christus leiden musste und von den Toten auferstehen. Und dass dieser Jesus, den ich, so sprach er, euch verkündige, der Christus ist. Vers 4. Und einige von ihnen ließen sich überzeugen und schlossen sich Paulus und Silas an. Auch eine große Menge von gottesfürchtigen Griechen. Dazu nicht wenige von den angesehenen Frauen. Wiederum keine Rede davon, dass der Sabbat nicht mehr länger zu halten sei. An drei Sabbaten hat Paulus das Wort Gottes verkündet. Und Griechen schlossen sich ihm an. Schauen wir uns auch Apostelgeschichte 18 an, angefangen in Vers 1. Dann verließ Paulus Athen und kam nach Korinth und fand einen Juden mit Namen Aquila, aus Pontus gebürtig. Der war mit seiner Frau Priscilla kürzlich aus Italien gekommen, weil Kaiser Claudius allen Juden geboten hatte, Rom zu verlassen. Also Judenverfolgungen, Antisemitismus sind nichts Neues, keine Erfindung des 19. oder 20. Jahrhunderts. Die gab es schon damals, zur Zeit von Paulus. Vers 3. Und weil er das gleiche Handwerk hatte, blieb er bei ihnen und arbeitete mit ihnen. Sie waren nämlich von Beruf Zeltmacher. Vers 4. Und er lehrte in der Synagoge an allen Sabbaten und überzeugte Juden und Griechen. Also nicht nur Juden. Paulus ging keineswegs davon aus, dass der Sabbat lediglich für die Juden Bedeutung hatte, sondern er überzeugte an den Sabbaten Juden und Griechen. Und er hat den Griechen nicht gesagt, ja, ihr seid aber nicht mehr aufgefordert, den Sabbat zu halten. Ganz im Gegenteil. Er lehrte die Griechen, den Sabbat zu halten. Schauen wir uns auch einmal an, was er, der Apostel zu den Heiden, wie es ja heißt, in 1. Korinther 11 gesagt hat. Was er den Korinthern geschrieben hat, die ja aus dem Heidentum, nicht aus dem Judentum, sondern aus dem Heidentum zum Christentum kam. 1. Korinther Kapitel 11 und Vers 1. Er schrieb, folgt meinem Beispiel, wie ich dem Beispiel Christi. Christus ging nach seiner Gewohnheit am Sabbat in die Kirche, wie wir es heute sagen würden. Paulus ging nach seiner Gewohnheit am Sabbat in die Kirche. Paulus schreibt den Korinthern, folgt meinem Beispiel, so wie ich dem Beispiel Jesu Christi folge. Die eindeutige Antwort ist, lehrt und haltet den Sabbat, wie ich dem Beispiel Jesu Christi gefolgt bin und auch den Sabbat weiterhin halte und lehre. Schauen Sie, meine Damen und Herren, Christus hat uns vorhergesagt, dass sogar zum Zeitpunkt seiner Wiederkunft, ein paar Jahre vor dem Zeitpunkt seiner Wiederkunft vielleicht, die Kirche Gottes den Sabbat halten wird. Schauen wir uns einmal Matthäus Kapitel 24 an. Matthäus Kapitel 24 und lesen wir angefangen in Vers 19, um den Zusammenhang zu erhalten. Matthäus Kapitel 24 und angefangen in Vers 19. Und ich habe das nicht alles aufgeschrieben, sondern ich gehe in die Bibel hinein und öffne mit Ihnen die Bibel und ich hoffe, dass Sie auch sich die Gelegenheit zunutze machen, mit einer Bibel hier vielleicht diese Predigt sich anzuhören. Matthäus Kapitel 24, angefangen Vers 19. Er sagt, weh aber den Schwangeren und den Stillenden zu jener Zeit. Und er spricht hier von einer Zeit einer großen Bedrängnis, der großen Trübsal, wie sie nie gewesen ist, seit es Menschen gibt, und wie sie es nie wieder sein wird, kurz vor der Rückkehr Jesu Christi. Und er sagt hier in Vers 20, bittet aber, dass eure Flucht, er fordert also hier die Kirche auf, sich für eine Flucht bereit zu halten zu dieser Zeit,
dass eure Flucht nicht geschehe im Winter oder am Sabbat. Vers 21, denn es wird dann eine große Bedrängnis sein, wie sie nicht gewesen ist vom Anfang der Welt bis jetzt und auch nicht wieder werden wird. Vers 22, und wenn diese Tage nicht verkürzt würden, so würde kein Mensch selig werden oder gerettet werden. Es geht hier um physisches Überleben. Aber um der Auserwählten willen werden diese Tage verkürzt. Und worum geht es hier? In Vers 27 sagt er uns eindeutig das Faktum, wann es geschehen wird. Vers 27, denn wie der Blitz ausgeht vom Osten und leuchtet bis zum Westen, so wird auch das Kommen des Menschensohnes sein. Es geht hier um den Zeitpunkt unmittelbar vor der Rückkehr Jesu Christi. Zu diesem Zeitpunkt wird die Kirche Gottes nach wie vor den Sabbat halten. Und Christus sagt uns, dass wir darum beten sollen, dass unsere Flucht nicht am Sabbat erfolgt. Das würde überhaupt keinen Sinn ergeben. Das würde total unlogisch sein, wenn der Sabbat schon längst abgeschafft sei und wenn wahre Christen den Sabbat nicht mehr halten würden. Diese Stelle beweist, dass der Sabbat nach wie vor für Christen verbindlich ist. Schauen wir uns auch eine Stelle in Offenbarung an. Offenbarung Kapitel 12. Die Offenbarung des Johannes, mit anderen Worten, die Offenbarung, die Johannes von Gott erhielt, der sie an Jesus Christus weitergab, der sie dann einem Engel gab, um sie Johannes zu verkünden. Und in Offenbarung 12 lesen wir eine Prophezeiung der Kirche in der Endzeit. Offenbarung Kapitel 12 und Vers 17. Und der Drache wurde zornig. Der Drache, eine Beschreibung von Satan, dem Teufel, wenn Sie die gesamte Stelle lesen. Der Drache wurde zornig über die Frau, symbolisch für die Kirche Gottes, und ging hin zu kämpfen gegen die übrigen von ihrem Geschlecht, die Gottes Gebote halten und haben das Zeugnis Jesu. Hier sind Menschen, die zur Kirche Gottes gehören, die Gottes Gebote halten. Welche Gebote? Welches Gesetz? Haben wir nicht gehört, das Gesetz sei abgeschafft? Wir brauchten heute das Gesetz nicht mehr zu halten. Christus hat das Gesetz ans Kreuz genagelt, als er starb. Wir sind nicht mehr unter dem Gesetz, sondern unter der Gnade. Das Gesetz ist Sünde. Das Gesetz ist ein Fluch. Ich möchte kurz einmal mit Ihnen das Gesetz lesen. Und zwar in 2. Mose Kapitel 20, nämlich die 10 Gebote. Das ist das, wie wir sehen werden, worauf sich hier diese Stelle bezieht. Die 10 Gebote werden im 2. Buch Mose in Kapitel 20 niedergeschrieben, aber auch im 5. Buch Mose. Und viele haben vielleicht von den 10 Geboten gehört, aber ich möchte einmal hier die Gebote mit Ihnen lesen. In 2. Mose Kapitel 20. Es fängt in Vers 1 an, Folgendes zu sagen, und Gott redete alle diese Worte. Mit anderen Worten, was wir jetzt lesen, ist das, was Gott uns sagt. Und hier kommt das erste Gebot. Ich bin der Herr, dein Gott, der ich dich aus Ägyptenland, aus der Knechtschaft geführt habe. Und das gilt auch symbolisch für uns heute als Christen, die wir aus dem Ägyptenland, aus der Knechtschaft dieser Welt herausgeführt worden sind zur Erkenntnis Gottes. Und er sagt hier, du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Das ist das erste Gebot. Keine anderen Götter. Das zweite Gebot. Du sollst dir kein Bildnis noch irgendein Gleichnis machen, weder von dem, was oben im Himmel, noch von dem, was unten auf Erden, noch von dem, was im Wasser unter der Erde ist. Bete sie nicht an und diene ihnen nicht. Denn ich, der Herr, dein Gott, bin ein eifernder Gott, der die Missetat der Väter heimsucht bis ins dritte und vierte Glied, an den Kindern derer, die mich hassen, aber Barmherzigkeit erweist an vielen Tausenden, die mich lieben und meine Gebote halten. Mit anderen Worten, kein Götzendienst. Der Götzendienst ist nicht etwas, was wir betreiben sollten. Das dritte Gebot. Du sollst den Namen des Herrn, deines Gottes, nicht missbrauchen. Denn der Herr wird den nicht ungestraft lassen, der seinen Namen missbraucht. Wenn wir Gottes Namen missbrauchen, sogar in gewöhnlichen Gesprächen, ist das eine Verletzung der 10 Gebote. Hier kommt das vierte Gebot. Gedenke des Sabbattages, dass du ihn heiligest. 6 Tage sollst du arbeiten und alle deine Werke tun. Aber am 7. Tage ist der Sabbat des Herrn, deines Gottes. Da sollst du keine Arbeit tun. Auch nicht dein Sohn, deine Tochter, dein Knecht, deine Magd, dein Vieh. Auch nicht dein Fremdling, der in deiner Stadt lebt.
Denn in sechs Tagen hat der Herr Himmel und Erde gemacht und das Meer und alles, was darinnen ist, und ruhte am siebenten Tage. Darum segnete der Herr den Sabbattag und heiligte ihn. In Vers 12 finden wir dann das fünfte Gebot. Du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren, auf dass du lange lebst in dem Lande, das dir der Herr, dein Gott, geben wird. Das sechste Gebot in Vers 15. Du sollst nicht töten. Das siebte Gebot in Vers 13 war das. Jetzt kommt Vers 14, das siebte Gebot. Du sollst nicht Ehe brechen. Das achte Gebot, Vers 15. Du sollst nicht stehlen. Das neunte Gebot, Vers 16. Du sollst nicht falsch Zeugnis reden, wieder deinem Nächsten. Mit anderen Worten, du sollst nicht lügen. Und das letzte und zehnte Gebot in Vers 17. Du sollst nicht begehren deines Nächsten Haus. Du sollst nicht begehren deines Nächsten Weib, Knecht, Magd, Rind, Esel, noch alles, was dein Nächster hat. Das sind die 10 Gebote. Kann man die jetzt irgendwie auseinanderreißen? Kann man jetzt sagen, okay, ich halte das Gebot, dass man nicht töten soll. Ich halte vielleicht sogar auch das Gebot, dass wir nicht Ehebruch begehen sollen. Aber wenn es sich um den Sabbat dreht, den brauchen wir nicht länger zu halten. Kann man das so sehen? Schauen wir uns einmal an, was Jakobus uns gesagt hat, der Halbbruder von Jesus Christus. Der hat ja einen Brief geschrieben, den Jakobusbrief. Und wir finden hier im Jakobusbrief, im zweiten Kapitel, Jakobus Kapitel 2, folgende Aussage, angefangen in Vers 8. Jakobus 2 und Vers 8. Wenn ihr das königliche Gesetz erfüllt, nach der Schrift, liebe deinen Nächsten wie dich selbst, so tut ihr recht. Wenn ihr aber die Person anseht, tut ihr Sünde und werdet überführt vom Gesetz als Übertreter. Sünde wird definiert in der Bibel als die Übertretung des Gesetzes oder auch als Gesetzlosigkeit. Wenn wir nämlich ohne das Gesetz leben, wenn wir gesetzlos leben, dann übertreten wir damit ja das Gesetz, das uns sagt, wie wir zu leben haben. Sünde ist die Übertretung des Gesetzes. Jakobus sagt uns hier in Vers 9, wenn ihr die Person anseht, tut ihr Sünde und werdet überführt vom Gesetz als Übertreter. Welches Gesetz meint er hier? Worauf bezieht er sich? Vers 10, denn wenn jemand das ganze Gesetz hält und sündigt gegen ein einziges Gebot, der ist am ganzen Gesetz schuldig. Vers 11, denn der gesagt hat, du sollst nicht Ehe brechen. Eins von den 10 Geboten, wie wir das gerade gelesen haben. Der hat auch gesagt, du sollst nicht töten. Mit anderen Worten, ein anderes der 10 Gebote. Wenn du nun nicht die Ehe brichst, aber tötest, bist du ein Übertreter des Gesetzes, sagt er uns hier. Und dann sagt er uns in Vers 12, redet so und handelt so wie Leute, die durchs Gesetz der Freiheit gerichtet werden sollen. Er sagt uns nicht, das Gesetz ist abgeschafft, wir brauchen es nicht mehr zu halten. Er sagt uns, wenn wir das Gesetz brechen, begehen wir Sünde. Er sagt uns, wir werden durch das Gesetz der Freiheit vom Tod, der Freiheit von der Sünde, gerichtet werden, wenn wir es halten. Und er sagt uns eindeutig, welches Gesetz er hier beschreibt. Er geht auf die 10 Gebote ein, er zitiert 2 der 10 Gebote und er sagt, wenn sie eines der 10 Gebote brechen, dann sind sie ein Übertreter des gesamten Gesetzes, sind sie an der Übertretung des gesamten Gesetzes schuldig geworden. Er könnte genauso gut hier gesagt haben, wenn sie sagen, ich töte nicht, aber ich breche den Sabbat, dann sind sie schuldig an der Übertretung des gesamten Gesetzes. Weil das Gesetz Gottes, die 10 Gebote, ist ein Paket sozusagen. Das kann man nicht irgendwie auseinander pflücken und sagen, okay, das Gesetz halte ich, aber das Gesetz halte ich nicht mehr. Schauen wir uns einmal an, was Jesus Christus einem jungen Mann gesagt hatte, der zu ihm kam, um zu erfahren, wie er ewiges Leben haben könnte. Matthäus 19. Wollen wir nicht alle gern ewiges Leben haben? Wollen wir nicht alle gern in Frieden und in Freuden ewig leben? Nun, dieser junge Mann wollte das auch. Und er kommt zu Christus und er fragt ihn in Matthäus Kapitel 19, angefangen in Vers 16. Matthäus Kapitel 19, angefangen in Vers 16. Und siehe, einer trat zu ihm und fragte, Meister, was soll ich Gutes tun, damit ich das ewige Leben habe? Er aber sprach zu ihm, was fragst du mich nach dem, was gut ist? Gut ist nur einer.
Wenn du aber zum Leben eingehen willst, so halte die Gebote. Halte das Gesetz. Aber da fragte er ihn, welche? Er hatte vielleicht auch schon diese Idee gehabt, dass Christus kam, um das Gesetz abzuschaffen. Um vielleicht ein neues Gesetz zu bringen, das anders sein würde als das Gesetz des Vaters. Ist das, was Christus ihm geantwortet hat? Der fragte ihn nun, welche Gebote? In Vers 18. Jesus aber sprach, du sollst nicht töten. Du sollst nicht Ehe brechen. Du sollst nicht stehlen. Du sollst nicht falsch Zeugnis geben. Ehre Vater und Mutter, alles dies sind Gebote innerhalb des Pakets der 10. Und du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Hört sich das so an, als ob Christus gekommen sei, das Gesetz abzuschaffen? Das ist das, was ja die meisten heute meinen. Nun, warum ergänzt er hier, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst? Das ist technisch gesehen nicht in den 10 Geboten so geschrieben. Aber die Idee ist einfach die, dass wir, wenn wir die 10 Gebote halten, und zumindest die letzten 6, die sich ja auf unser Verhältnis zum Mitmenschen bezieht, dass wir damit den Nächsten lieben. Wenn Sie keinen Ehebruch begehen mit der Frau Ihres Nächsten, dann zeigen Sie dadurch, dass Sie Ihren Nächsten lieben. Wenn Sie Ihren Nächsten nicht töten, dann zeigen Sie dadurch, dass Sie Ihren Nächsten lieben. Und ich spreche auch vom Töten im Krieg. Wenn Sie Ihren Nächsten nicht anlügen, dann zeigt dies, dass Sie Ihren Nächsten lieben. Wenn Sie nicht das begehren, was Ihr Nächster hat, dann zeigt das, dass Sie Ihren Nächsten lieben. Wenn Sie Vater und Mutter ehren, zeigt das, dass Sie Ihre Eltern lieben. Mit anderen Worten, Christus hat uns nicht gesagt, alle diese Gebote sind abgeschafft und wir brauchen nur den Nächsten so zu lieben, wie wir es so uns vorstellen. Und wir lieben ihn dadurch, dass wir ihn töten. Wir lieben ihn dadurch, dass wir Ehebruch begehen mit der Frau unseres Nächsten. Das hat Christus uns nicht gesagt. Schauen wir uns einmal an, was er uns gesagt hat in Matthäus Kapitel 5. Matthäus Kapitel 5, angefangen in Vers 17. Ihr sollt nicht meinen, dass ich gekommen bin, das Gesetz oder die Propheten aufzulösen. Ha? Haben wir nicht gehört, dass er gekommen ist, das Gesetz und die Propheten aufzulösen, abzuschaffen, für ungültig zu erklären? Christus sagt, ihr sollt nicht meinen, dass das der Grund meines Kommens gewesen ist. Er fährt fort. Ich bin nicht gekommen, aufzulösen, sondern zu erfüllen. Mit wahrer Bedeutung anzufüllen. Er hat uns ja gesagt, dass wir nicht nur Übertreter des Gesetzes sind, wenn wir jemanden töten, sondern dass wir bereits Übertreter des Gesetzes sind, wenn wir jemanden hassen. Weil nämlich der Hass zum Tode oder zum Töten führen wird, wenn er nicht kontrolliert ist. Er sagt uns hier eindeutig, ich bin nicht gekommen abzuschaffen, sondern zu erfüllen. Einige sagen, das bedeutet, er ist nicht gekommen abzuschaffen, sondern abzuschaffen. Erfüllen heißt nicht abschaffen. Erfüllen heißt in diesem Zusammenhang mit Bedeutung anfüllen, den geistlichen Gehalt des Gesetzes näher uns darzulegen, aber nicht dadurch, dass er den Buchstaben des Gesetzes abschafft. Er fährt fort zu sagen, denn wahrlich, ich sage euch, bis Himmel und Erde vergehen, wird nicht vergehen der kleinste Buchstabe, noch ein Tüpfelchen vom Gesetz, bis es alles geschieht. Schauen Sie sich um. Besteht die Erde noch? Besteht der Himmel noch? Wenn ja, dann ist das Gesetz nach wie vor gültig und nicht vergangen. Er sagt uns in Vers 19, wer nun eines von diesen kleinsten Geboten auflöst, was immer Sie meinen, sei das kleinste Gebot. Vielleicht ist für Sie die Sabbateinhaltung das kleinste Gebot. Vielleicht meinen Sie, dass das für Sie nicht so wichtig ist. Aber was sagt uns Christus? Wer nun eines von diesen kleinsten Geboten auflöst und lehrt die Leute so, der wird der Kleinste heißen im Himmelreich. Mit anderen Worten, im Reich Gottes wird man auf einen solchen Menschen blicken, der gar nicht im Himmelreich sein wird, als jemand, der der Kleinste ist. Er fährt fort zu sagen, wer es aber tut und lehrt, der wird groß heißen im Himmelreich. Denn ich sage euch, Vers 20, wenn eure Gerechtigkeit nicht besser ist als die der Schriftgelehrten und Pharisäer, so werdet ihr nicht in das Himmelreich kommen. Wenn ihr also jemandem lehrt, dass die 10 Gebote nicht mehr zu halten seien, Christus sagt, der wird gar nicht erst ins Himmelreich kommen. Das sind ernste Worte, meine Damen und Herren. Das sind nicht etwa Worte, die man so abschütteln kann.
Schauen wir uns einmal in Lukas Kapitel 10 an, was hier geschrieben steht. Lukas Kapitel 10, angefangen in Vers 25. Und siehe, da stand ein Schriftgelehrter auf, versuchte ihn und sprach: Meister, was muss ich tun, dass ich das ewige Leben ererbe? Hört sich genauso an wie die Stelle, die wir eben im Matthäus-Evangelium gelesen haben, wo dieser junge Mann kam und fragte, was er Gutes tun muss, um ewiges Leben zu ererben. Da hat Christus ihm die Gebote gezeigt. Hier gibt Christus eine etwas andere Antwort, scheinbar. Vers 26, er sprach zu ihm: Was steht im Gesetz geschrieben? Was liest du? Vers 27, er antwortete und sprach: Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele, von allen Kräften, von ganzem Gemüt und deinen Nächsten wie dich selbst. Er aber sprach zu ihm: Du hast recht geantwortet. Tue das, so wirst du leben. Tue das. Liebe Gott von ganzem Herzen. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Sie lieben ihren Nächsten wie sich selbst, wenn sie die letzten sechs der 10 Gebote halten. Sie lieben Gott von ganzem Herzen, wenn sie die ersten 4 der 10 Gebote halten, inklusive des Sabbatgebots. Christus sagt: Tu das. Liebe Gott von ganzem Herzen. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Und dann wirst du leben. Dann wirst du das ewige Leben erlangen. Wissen Sie, wie Gott in seiner Bibel die Liebe definiert? Wie lieben Sie den Nächsten zum Beispiel? Wie lieben Sie Gott? Dadurch, dass Sie Ihrer eigenen Auffassung von Liebe folgen? Schauen wir uns einmal im 1. Johannesbrief. Im 1. Johannesbrief, Kapitel 5. Die Definition der Liebe an. 1. Johannes, Kapitel 5. Und lesen wir Vers 3. 1. Johannes Kapitel 5 und Vers 3. Denn das ist die Liebe zu Gott oder die Liebe Gottes, dass wir seine Gebote halten. Und seine Gebote sind nicht schwer. Die sind wirklich nicht schwer, wenn wir uns einmal dazu aufraffen, sie zu halten. Und wenn wir Gottes Geist haben, der uns befähigt, sie zu halten. Die Liebe Gottes ist definiert, die Liebe zu Gott ist definiert, als das Halten seiner Gebote. Schauen wir uns im 2. Johannesbrief, Vers 6 an. Und das ist die Liebe, dass wir leben nach seinen Geboten. Johannes Kapitel 15. Schauen wir uns noch einmal an, was Jesus Christus selbst gesagt hat. Johannes und Kapitel 15. Und lesen wir Vers 10. Johannes 15 und Vers 10. Wenn ihr meine Gebote haltet, so bleibt ihr in meiner Liebe, wie ich meines Vaters Gebote halte und bleibe in seiner Liebe. Vers 14. Ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was ich euch gebiete. Wollen wir die Freunde Jesu Christi sein? Dann müssen wir das tun, was er uns gebietet. Und er sagte, ihr müsst die Gebote halten, wie ich die Gebote meines Vaters gehalten habe. Nun, es wird immer gesagt, dass Paulus uns gelehrt habe, die Gebote, das Gesetz, seien abgeschafft. Ist das, was Paulus uns gelehrt hat? Schauen wir uns einmal ein paar Stellen kurz im Römerbrief an. Römer Kapitel 2, Römer Kapitel 2 und Vers 13. Hören wir uns einmal die Lehren des Paulus an. Wir haben bereits gesehen, dass er nach seiner Gewohnheit den Sabbat hielt. Wir haben bereits gesehen, dass er nach seiner Gewohnheit am Sabbat das Wort Gottes verkündete. Teil des Gebotes, Teil der 10 Gebote, Teil des Gesetzes. Aber hier schauen wir uns an in Römer Kapitel 2 und in Vers 13. Denn vor Gott sind nicht gerecht, die das Gesetz hören. Sie haben heute von mir das Gesetz gehört. Sondern die das Gesetz tun, werden gerecht sein. Die das Gesetz tun, die das Gesetz befolgen, die das Gesetz beachten. Die werden gerecht sein, schreibt Paulus hier. Hört sich das so an, dass Paulus gelehrt hat, das Gesetz sei abgeschafft, es sei nicht mehr länger zu befolgen? Hören wir uns auch an, was er in Römer Kapitel 3 und in Vers 31 uns sagt. Wie? Heben wir denn das Gesetz auf durch den Glauben? Das sei ferne. So Paulus hat uns auch nicht gelehrt, dass das Gesetz aufgehoben sei,
sondern wir richten das Gesetz auf, sagt er, durch den Glauben. Wenn sie nämlich wirklich glauben, dass sie das Gesetz halten können, dass sie das Gesetz halten müssen, dann wird Gott ihnen auch die Fähigkeit geben, es zu tun. Und dadurch richten wir das Gesetz auf. Zeigen wir den Menschen, dass es möglich ist, das Gesetz zu halten, inklusive das Sabbatgebot. Schauen wir uns auch an, was Paulus in Römer Kapitel 7 gesagt hat. Römer Kapitel 7 und in Vers 7. Was sollen wir denn nun sagen? Ist das Gesetz Sünde? Das sei ferne. Paulus hat uns keineswegs gelehrt, das Gesetz sei Sünde und wir bräuchten es nicht mehr zu halten. Auch in Vers 12 heißt es, so ist das Gesetz heilig und das Gebot ist heilig, gerecht und gut. Warum wollen wir das Gesetz abschaffen, das Gebot, die 10 Gebote, wenn sie in der Bibel als heilig und gerecht und gut bezeichnet werden? Schauen wir uns auch in Römer Kapitel 13 einmal eine interessante Stelle an, angefangen in Vers 8, was uns Paulus hier gesagt hat. Römer Kapitel 13 und Vers 8. Er sagt, seid niemand etwas schuldig, außer dass ihr euch untereinander liebt. Denn wer den anderen liebt, der hat das Gesetz erfüllt. Wie? Dadurch, dass er das Gesetz nicht mehr hält? Schauen Sie, wie er fortfährt. Vers 9. Denn was da gesagt ist, und nun zitiert er einige der 10 Gebote. Du sollst nicht Ehe brechen. Du sollst nicht töten. Du sollst nicht stehlen. Du sollst nicht begehren. Du sollst, und was da sonst an Geboten ist, das wird in diesem Wort zusammengefasst. Zusammengefasst. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Die Liebe tut dem Nächsten nichts Böses. Die Liebe lügt den Nächsten nicht an. Die Liebe tötet den Nächsten nicht. So ist nun die Liebe des Gesetzes Erfüllung. Das ist die Bezeichnung, die auch Jesus Christus erwähnt hat, als er sagte, ich bin gekommen, das Gesetz zu erfüllen. Er hat uns gezeigt, wie wir das Gesetz halten können. Nicht, dass das Gesetz abgeschafft sei, sondern die 10 Gebote, die ja wiederum die Liebe zu Gott und zum Nächsten definieren, können wir erfüllen, indem wir sie halten, und zwar sogar dem Sinn gemäß. Wenn wir davon ausgehen wollten, dass Paulus uns hier an diesen ganzen Stellen sagt, dass das Gesetz nicht mehr länger zu halten sei, dann haben wir ein Problem. Wenn wir uns die Lehren ansehen, die er zum Beispiel im Epheserbrief zum Ausdruck bringt. Schauen wir uns kurz noch einmal Epheser Kapitel 4 an. Epheser Kapitel 4 und Vers 25. Da heißt es, und das sagt uns Paulus, darum legt die Lüge ab. Du sollst nicht lügen. Legt sie ab und redet die Wahrheit an jeder mit seinem Nächsten. Hört sich nicht so an, dass jetzt es erlaubt sei zu lügen. Hören wir uns auch an, was Paulus in Vers 28 sagt. Wer gestohlen hat, der stehle nicht mehr, sondern arbeite und schaffe mit eigenen Händen das nötige Gut, damit er dem Bedürftigen abgeben kann. Auch hier wiederum zitiert er eins der 10 Gebote und er sagt uns nicht, ja, es ist jetzt in Ordnung zu stehlen. Ganz im Gegenteil. Und dann sagt er uns auch Folgendes in Kapitel 6 im Epheserbrief, angefangen in Vers 1. Ihr Kinder, seid gehorsam euren Eltern in dem Herrn, denn das ist recht. Ehre Vater und Mutter, das ist das erste Gebot, das eine Verheißung hat, auf das dir es wohlgehe und du lange lebst auf Erden. Wiederum hört sich dies nicht so an, als ob Paulus hier uns gelehrt hätte, die Gebote seien abgeschafft. Und wie uns Jakobus sagt, ist es ein Gesetz, das man als ein Paket ansehen muss. Die gesamten 10 Gebote stehen und fallen zusammen. Wenn sie eins der 10 Gebote brechen, brechen sie das gesamte Gesetz. Wenn sie das Sabbatgesetz brechen, meine Damen und Herren, sind sie schuldig an der Übertretung des Gesetzes Gottes, der 10 Gebote. Ich möchte auch kurz noch darauf hinweisen, dass in der Zukunft sogar nach der Rückkehr Jesu Christi der Sabbat gehalten werden wird. Auch das zeigt, dass der Sabbat keineswegs abgeschafft sein kann. Zum Beispiel lesen wir im Buch Jesaja. Jesaja Kapitel 66. Eine Prophezeiung für die Zukunft. Jesaja Kapitel 66 in Vers 17. Da heißt es, die sich heiligen und reinigen für das Opfer in den Gärten, dem einen nach, der in der Mitte ist, und Schweinefleisch essen, gräuliches Getier und Mäuse, die sollen miteinander weggerafft werden, spricht der Herr.
Auch in der Zukunft ist es nicht gestattet, unreines Fleisch zu essen. Das ist eine andere Predigt, auf die ich noch eingehen werde. Was meint die Bibel mit reinem und unreinem Fleisch? Sind wir nicht heute dazu befähigt und berechtigt, alles zu essen, was uns so vorgesetzt wird? Mäuse, gräuliches Getier, Schlangen, Ratten, Skorpione, was auch immer. Aber hören Sie sich an, wie diese Prophezeiung weitergeht. Vers 23 im gleichen Kapitel. Und alles Fleisch wird einen Neumond nach dem anderen, mit anderen Worten, der Neumond galt und gilt als der Anfang eines Monats im hebräischen Kalender. Und danach werden dann auch zum Beispiel die heiligen Festtage berechnet. Auch das ist etwas, worauf ich noch eingehen werde. Alles Fleisch wird einen Neumond nach dem anderen und einen Sabbat nach dem anderen kommen, um vor mir anzubeten, spricht der Herr. In der Zukunft. Hören wir uns auch folgende Stelle an in Hesekiel, Kapitel 44. Hesekiel, Kapitel 44, angefangen in Vers 23. Und sie sollen mein Volk lehren, dass es zu unterscheiden wisse zwischen Heiligem und Unheiligem und zwischen Reinem und Unreinem. Und wenn eine Streitsache vor sie kommt, sollen sie Richter sein und nach meinem Recht das Urteil sprechen und sollen bei allen meinen Festen meine Gebote und Ordnungen halten und meine Sabbate heiligen. Das ist die Verantwortung der Geistlichen, seine Sabbate zu heiligen. Eine Prophezeiung für die Zukunft, die aber auch bereits heute schon gültig ist für wahre Prediger Gottes. Die sollen die Menschen lehren, dass die 10 Gebote nach wie vor in Kraft sind, inklusive das Sabbatgebot. Schauen wir uns auch Hesekiel Kapitel 46 an. Hesekiel 46 und in Vers 1. Hesekiel Kapitel 46 und in Vers 1. Das bezieht sich auf das Millennium, die tausendjährige Herrschaft Gottes hier auf Erden, die noch kommen wird. Und dann wird es einen neuen Tempel geben. Und dann heißt es hier in Kapitel 46 und Vers 1, und so spricht Gott der Herr, das Tor am inneren Vorhof im Osten soll an den 6 Werktagen zugeschlossen sein, aber am Sabbatstag und am Neumond soll man es auftun. Vers 3, ebenso soll das Volk des Landes an der Tür dieses Tores anbeten, vor dem Herrn, an den Sabbaten und Neumonden. Auch hier wiederum wird deutlich gezeigt, dass in der Zukunft der Sabbat gehalten werden wird. Von Leuten, die Gott auf die richtige Weise anbeten wollen. Wir haben also in der heutigen Predigt und auch schon in der letzten Predigt gesehen, dass der Sabbat die Grundlage des Sabbatbundes ist, den Gott mit Israel geschlossen hat. Der wird in 2. Mose 31 davon gesprochen. Und dieser Sabbatbund besteht nach wie vor zwischen Gott und den wahren geistlichen Israeliten. Und so besteht das Gesetz des Sabbats nach wie vor, sodass wir als Christen eine zweifache Verpflichtung haben, den Sabbat zu halten. Wieso zweifach? Nun zunächst einmal, wir sind als Christen verpflichtet, das Gesetz Gottes zu halten, einschließlich des Sabbatgebotes. Denn der Sabbat ist ja für den Menschen erschaffen worden, nicht nur für den Juden. Und so dann sind wir auch verpflichtet, als geistliche Israeliten den Sabbatbund zu halten, den Gott mit Israel in 2. Mose 31 geschlossen hat. Der Sabbatbund wurde aufgrund des Sabbatgesetzes geschlossen. Und beide sind nach wie vor gültig, der Bund und das Gesetz. Und wir haben keine Entschuldigung, wenn wir uns die gesamte Bibel durchlesen und alle die Stellen uns anschauen, den Sabbat nicht zu halten. Die Idee, dass der Sabbat abgeschafft sei und dass er durch den Sonntag ersetzt worden ist, stammt nicht aus der Bibel, wie uns auch katholische Theologen bestätigen, sondern er kommt aus der Geschichte der Kirche, die aber meines Erachtens, und ich glaube, sie werden mir recht geben, nicht die Befugnis hat, das abzuschaffen, was Gott für alle Zeit in Kraft gesetzt hat. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit heute. Und wir sehen uns bald wieder mit einer weiteren Predigt. Ihr Norbert Link für die Kirche des ewigen Gottes.